Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Wir infiltrieren gerade hier das nächste Gebäude. In der letzten Folge haben wir einmal den Bloodwell und ein anderes Ding, ich weiß nicht mehr wie es hieß, haben wir da gemacht. Und vor uns liegt jetzt ein Demora, der ist sogar ziemlich stark und noch ein Scump. Problem ist, mein Schwert hier, das Gute, hat leider nur noch drei Aufladungen, also für drei Schläge. Und hätte mich wenigstens mal ausreden lassen können. So. Scump, du tankst, ich mach Schaden. Du sollst tanken, Scump! Der macht mir zu viel Schaden! Scheiße. Nehmen wir die große Halle halt. Fühlen die sich da drin? Okay, der Scump ist weg. Dann machen wir das halt zuerst. Geht direkt los mit der Action hier. Oh, Magika ist alle. Vor allem guck dir mal diesen fetten Dude an. Sieht einfach nur mächtig aus, ne? Und was droppt der? Müll. Wahrscheinlich droppt er wieder Müll, wie alle anderen vor ihm auch. Einzige, was mal gut gedroppt ist, ist aus einem Sack gedroppt. Der einfach so rumhing in der Weltgeschichte. So, Scump ist weg. Macht das Ganze einfacher. Komm raus, wenn es kein Schneider ist. Hallo? Hallo? Geh mal rein. Boah! Kann ich auch. Aua. Das tut weh. Mist. Das mit dem Springen ist keine gute Idee. Ich würde ja in den Nahkampf gehen, aber du machst zu viel Schaden. Mann. Hä? Was? Wieso hat mich ein Pfeil getroffen? Von wo? Irgendwer schießt mich ab. Oh. Das ist gut. Wenn ich Level up bin, dann müsste ich doch jetzt wieder volles Leben haben. Oder auch nicht. ...78 Leben. 150 Magika. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Einen Schlag überlebe ich, glaube ich. Hoffe ich. So, und wo ist jetzt der Fall hergekommen? Von da oben irgendwo. Naja, gut. Was hast du denn hier? Burden of Flesh. Gauntlets. Die sind ein bisschen was wert. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe hier zu viele in der Tasche. Habe ich irgendwas, was nichts wert ist? Zehnfach. Knapp zehnfach. Das ist nichts wert. Weg damit. Den will ich ungern wegpacken, aber er ist halt nicht gut. Ne? Weg damit. Auch weg damit. Helmet, Gauntlets. Also wenn ich... Aber draußen hat, glaube ich, noch einer eine Rüstung, ne? Ja, das mache ich auf dem Rückweg. Dann gucke ich mal, ob ich die noch irgendwie mitbekomme. So. Why walk when you can run has always been the motto. Now the miles running and hours of swimming have paid off. You have apprentice level of athletics. Your rate of fatigue regeneration when running is increased by... Nice! Das gefällt mir. So, von da oben ballert mich irgendeiner ab. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. Hört er, ne? Ich habe den Bogen auch da schon gesehen. Da oben. Seht ihr? Nix da, Junge. Wir kommen zu dir hoch. Heilen! Heilen! Heilen!
Oh. Die Waffe müsste jetzt leer sein. Das Ding heilt mich voll. Das ist gut. So, was haben wir hier? The Blood Feast. Auch The Blood Feast, okay. Und hier runter geht's dann. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Aufbau verstanden. Schauen wir mal, wer uns da die ganze Zeit abgeballert hat. Das ist nicht nett! Sofort in Nahkampf ist nicht nett, das kann ich noch nicht so gut. Mein Schwert ist gerade ausgelaufen. Also, meine Buffs auf dem Schwert. Los, Gun, hilf mir! Ups. Der andere war stärker. Du bist schwach. Mist. Ha! Hat der? Das brauche ich nicht mitnehmen. So, den Arrow nehme ich mit. Helmet open? Bedeutet open? Ach, dass der offen ist. Dass man ihn... Warte, warte, warte. Ich kann euch das ja zeigen. So. Nee. Hier. Rüstung. So, dann hast du einmal den hier geschlossen. Den hier offen. Aha, verstehe. Gut, ich will aber eine schöne Lederkappe, ne? So, Blood, Dark Salvation. Achso, das ist das hier? Nee. Ich glaube, ich muss hier lang. Gucken wir mal. Das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Kann ich hier warten? Nein. Es ist dunkel. Uah, ein Hunger! Ich habe nicht genug Mana für meinen Scamp. Doch. Cool. Zwei Hunger! Normale Hunger! Nicht verhungernde Hunger! Prügel dich mit ihm. Das ist ein verhungernder Hunger. Warum macht mein Scamp denn nix? Falsch. Ja, ja. So ist das halt. Na, wieder Licht an. Tut mir leid, Jungs. Ich kann erst spielen, wenn der Scamp wieder dabei ist. Zwei gegen einen ist unfair. Vor allem, wenn mein Schwert gerade nicht mehr die Ladung hat. Okay, Hunger ist weg. Oh! Knappe Kiste. So, jetzt haben wir nur noch den Flammenmatronarch. Den können wir ja problemlos wegmachen. Speichern. Oh, der müsste da oben sein. Ist er ja. Immer noch Enemies in Nerby. Rutschen! Wen haben wir denn hier? Was ist denn hier noch? Bin ich da in der Mitte? Das sieht so aus, als ob es wehtut. Needs a key. Hier soll irgendwo noch ein Gegner sein. Pain of Oblivion. Speichern. Ich warte hier nur auf den Bus. Ganz schön dunkel hier. Aufstehen?
kann hier nicht warten. Weil irgendwas hier... Weil irgendwo hier noch Gegner sein. Ach, guck mal da. Er ist in eine Falle gelaufen. Das ist ja schön. Hört sich nett an. Also wer auch immer da hinter der Tür ist, der ist der netteste, den wir hier irgendwie finden können, glaube ich. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier hin. Schätze mal, hier werden wir den Schlüssel finden. Ja, moin! Was ist das denn? Halt gefälligst da runter. Reaper Spawn. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Over here. Quickly. Oben? Nee! Nee! Stay away. Da sind auch noch drei! Oh. Ich habe eine Idee. Dafür brauche ich. Kann ich ihn hier einsetzen? So, warte, dann machen wir... Health Potion. Eine Health Potion. Oh man, jetzt. Ich würde sagen... Ja. Nein. Den nehmen wir. Ich frage mich, woher die Flammenmatrone... Spiel war abgestürzt. Ich frage mich, woher die Flammenmatronen kommen. Aber ich muss definitiv, wenn ich jetzt hier rausgehe, zuerst die Flammenmatronen wegmachen, bevor ich weitergehe. Weil ich kriege auf keinen Fall 3 Flammenmatronen und den einen in diesem kleinen Tower da kaputt. So, wie machen wir das am besten? Tja. Oh, warte, warte, das sah doch gut aus. Human Creatures. Vielleicht klappt das ja. So. Quick Save. Und ab in Runde 2. Hä? Hä? Nimm's. In the cage. Over here. Hat nicht geklappt. Vigil Keeper. Okay. Scum. Do your job. Okay, das brauche ich nicht. Du bist krass. Junge, einfach krass ist der. So, was hat der hier? Sigil Keep. Sigil Key Keep? Weiß ich nicht. Quickly, quickly, there's no time. You must get to the top of the large tower. The Sigil Keep, they call it. That's what keeps the Oblivion Gate open. Aha. Find the sigil stone. Remove it and the gate will close. Hurry! The keeper has the key. You must get the key. Was mit dir? Take the key. Get to the... Don't worry about me. There's no time. Kann ich nicht kaputt machen. In eine Kiste. Ja. So. Schauen wir aber erstmal uns hier oben. Ja? Ich weiß immer noch nicht, woher jetzt die anderen... Da unten ist noch wer. Ja,
Ich dachte gerade, ich falle. Wir gucken uns auf jeden Fall hier nach oben. Hallo? Your luck has been damaged. What? Und was mache ich jetzt dagegen? Sehen. Kann ich den da runter beschwören? Fall runter! Speichern. Greif den gefälligst an! Falsch! Oh, das war dumm. Das war richtig dumm. Scheiße. Und jetzt bin ich gelöchert wie so ein Schweizer Käse. Ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht schon wieder ab. Das war nämlich vorhin ziemlich doof. Sehr gut. So, ich würde sagen, dann machen wir als allererstes mit 3... Denn das Viech kann heilen. Hör auf auszuweichen, das ist meine Aufgabe. Das tut weh. Ich glaube, ich werde wieder sterben. Denn da auf einmal los? Warum bin ich denn jetzt auf einmal so schlecht? Was habe ich gemacht? Kopf! Was ist los mit dir? So, wo ist sie denn? Da sind die beiden. So, dann gehen wir jetzt hier links, rechts und oben, unten. Aua! Das ist scheiße! Shit. Wir haben das gleich, hoffentlich. Komm schon.
Release the arrow. Nice. Los, Scamp. Scamp! Greif jetzt an! Was hat die denn für ein fucking Problem mit mir? Ist doch eine weibliche Demora, ne? Ist schon weg! Meine ganze Arbeit umsonst! Ich hab mehr vom Scamp erhofft. Was machen wir denn jetzt? Der Scamp scheint ja irgendwie nicht so gut dafür zu sein. Mach mal voll einen Vorschlag. Ich versuche mir jetzt voll zu heilen. Ohne Lebensverlust zu ihr hinzukommen. Und dann. Schauen wir mal, was wir im Nahkampf können. So. Big Save. Zack. Die ist stark, die ist stark, die ist stark. Nimmst du wieder den Bogen raus? Nein? Das ist gut. Dann kann ich dich jetzt so ein bisschen kiten. So, mein Freund. Slow and steady. So, quick save. Jetzt. Drain Magica. Drain Magica hat das Viech. So. Remover Kühnival. Kühnwall. Hat einen Bogen. Den kann ich nicht benutzen. Das ist ja so schwer. Kühnwall Gauntlets. Die sind auf jeden Fall was wert. Ah, jetzt weiß ich warum. Warum die Dremora-Sachen, ich reg mir ja schon die ganze Zeit auf, dass die so schlecht sind, vergleichsweise. Und das hängt damit zusammen einfach, dass die wohl auch Scaling haben. Ne? Wie Stahl, feiner Stahl, vielleicht sehr, sehr guter Stahl. Ist ja bestimmt auch noch so ein paar Steigerungen. Und da gab es jetzt dieses Hühnwall. Hühnwall? Was, glaube ich? Ich glaube schon. So. Gut ist schon mal, Tower geklärt, neuen Input und nur zweimal gestorben. Mehr als die letzten Folgen, aber trotzdem. Weil mein Schwert ist ja jetzt auch nicht mehr so stark. Können wir eigentlich mal wieder das andere nehmen, ne? Also, Schaden macht 3. Der Steeldagger macht auch 3. Zack. Speichern. Hier kommt ihr also her. Erstmal brauche ich Licht. Ich muss euch eigentlich am besten aufteilen. Weiter. Bin ich denn hier? Ach, hier. Verstehe. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Komm her, Fifi.
So, einer ist weg. Mist. War ein Nahkampf? Komm, wir gehen im Nahkampf. Oi! Aua. Das ist gut. So. Das war sehr gut. Jetzt haben wir nur noch eine. Weiß ich auch, wer die drei gekommen sind, ey. Und wer die Geräusche dahinter der Tür gemacht hat. Nix da. Die Laufanimationen haben die aber gut gemacht. Jetzt mal so am Rande. Bin jetzt noch nie groß drauf eingegangen, aber die Laufanimationen von den Feuerdronarchen, sehr gut. So, ein Hit noch, dann bist du weg. Tschüss. Die wobbeln auch immer so. So. Einmal Licht an. Können wir auch wieder nach oben. Hier rein. Hier rum. Der Hunger liegt immer noch in der Ecke. Der sieht so aus, als ob er da so eine Ecke so ein Nickerchen macht. So. Bin jetzt mal gespannt. Du hast mich übel erschreckt, Junge. Was ist los mit dir? Warum stehst du auf einmal? So, hier macht man auf. Und hier auch. Und ich glaube nämlich hier geht's zu dem anderen Turm noch hin, wo wir noch nicht waren. Oh! Halle! Ja, da ist Blut auf dem Boden. Mach drauf aufmerksam. Ist keine Falle. So. Gehen wir erstmal wieder nach oben. Hier muss es doch eigentlich nicht da. Ist das hier? The Blood Feast. Geht's noch weiter hoch? Okay. Der sieht heftig aus. Einmal bitte mithelfen. Warum? Ah, das ist mir. Das ist noch ein bisschen doof hier. Man holt sich so ein Scump. Und dann stellt er, dass der Scump was macht. Macht der nix.
Der steht einfach rum. So, jetzt wissen wir aber, was uns erwartet. So, Licht an. Mal Protect Shield an. Fatigue. So, rein da. Komm her. Ach, der castet ein Vieh auf den. Der ballert auf mich. Ne. Ja, so nicht. So haben wir nicht gewettet, Kollege. Was schießt der auf mich? Wir don't have enough Magicka. Okay. Bisschen Licht hier. Magicka kommt wieder. Wer denn jetzt? Da. Ist ziemlich klotzig, ne? Was castet der da auf mich? Kann man da sagen, was das für ein Spell ist, den er da castet? Ich meine, der Scump ist instant weggelaufen. Muss ja irgendwas Mieses sein. Ist so ein Live-Leech-Ding? Also ich glaube, ich verliere ein bisschen Leben, wenn er mich damit trifft. Könnte Live-Leech sein, oder? Auf jeden Fall im Nahkampf unnormal mies. Der Dude. Aber ich habe ihn schon ziemlich weit runter. Ich speichere mal eben. Okay. Hier ist das Sprachfenster. Das klappt nicht so. Kannst du mit ihm sprechen, aber nur wenn du tot bist. Und wenn du dann noch lebst, dann kannst du mit ihm sprechen. Voll daneben ist. Wisst ihr, was hier noch krasser aussehen lassen würde, wenn er noch so ein Cape hätte, so einen halb zerfallenen, der dem so hinterherwedelt. Dann würde er richtig, richtig fies aussehen. Okay, daneben. Autsch. Und schon wieder daneben. Ich bin auch scheiße, ey. Jetzt ist er weg. Was hat er hier? Ein Longsword. 7 Schaden. 48 Gewicht. Das ist ein bisschen was wert. So, warte mal. Nehmen wir mal auf. Erstmal will ich schauen, kann ich das Longsword tragen? Natürlich nicht. Was auch sonst. Ich muss noch mit dem Dolch trainieren. Also, warte. Gewicht. Es lohnt sich nicht mitzunehmen. Keine Pfeile, ne? Ich könnte gucken, ob ich die hier benutzen kann. Ne, wahrscheinlich nicht. Aber gleich mal. Hier aus. Hier ist das Schild. Helmet. Gauntlets. So, und hier sind die schwachen Dinger. Seht ihr das? So, die sind ein bisschen schwächer. Okay. Am besten wegzuschmeißen wäre gerade der Bogen. Nur mal, ob ich... Kann ich beides nicht tragen. Okay, dann kriegt er jetzt den Bogen reingeschoben. Ja. Bleibt glücklich mit. Ist das hier so eine Plattform? Speichern. Ach so. Das ist nicht nett. Kommen die hier runter? Wie es scheint nicht. Gut. Doch. Wie es scheint doch.
Junge, du kannst durch... Hä? Wo ist er denn jetzt? Ist er wieder hoch? Okay. Also nochmal. Heilen. Speichern. Ah, warte mal. Protection Shield. Fatigue. Jetzt gucken wir mal. Kannst du mit runterkommen? Danke. Hm? Nee, das ist gemein. Der hält ziemlich viel aus von der Magie her, ne? Hä? Was war das? Hat der einen Böller neben mir gezündet oder was? Nee, das hier. Also der ist auf jeden Fall im Nahkampf schwach. Ne? Oder auch nicht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, guck mal, ich habe ja hier so ein... Ich habe jetzt so gedacht, komm, dann benutzen wir mal hier sowas, ne? Machen wir mal das auf den Dolch drauf. Ne? Nächster Hieb wird wahrscheinlich dann ein bisschen stärker sein. Aber die resisten das immer. Die resisten das immer. So, speichern. So. Da kommt er. Oh nein, nicht den Scum schon wieder. Der ist jetzt nicht resistant. Hey! What the fuck? Wo zum Henker kommen die denn alle her jetzt? Hä? Sein eigener Familie hat ihn gekillt. Wie dumm. Okay, aber wir sind weitergekommen. Sehr gut, wir schauen mal, ob wir noch den Rest hier hinkriegen. Dann werdet ihr noch mal da oben rennen so rum. Das heißt, ich kann nicht warten. Ich kann auch nicht zurücklaufen. Da sind ja aus irgendwelchen Gründen gerade Scums alle gespawnt. Wahrscheinlich, weil ich gewartet habe. Bin ich. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Leben. So, speichern. Da ist der. Haben wir hier drin? Damit. Ist der einzige hier oben, ne? Das ist gut.
Getroffen? Ja, getroffen. Mist. Ich werde schlechter am Zielen. Ausweichen ist nicht das Problem, aber ich werde gerade schlechter am Zielen. Habe ich dich. So. Junge. Oh, wir sind gleich auf der Decke. Wir sind gleich ganz oben. Nice. Das machen wir jetzt noch. Komm schon. Ist doch jetzt kein Gegner mehr, oder? Da ist noch eine Tür. Zwei Türen. Ja, was soll denn hier noch sein? Hier geht's. Iglium Sangui. Okay, warte mal, warte mal. Was ist auf der anderen Seite? Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr in den nächsten 2-3 Minuten. Müssen hier leider einen Cut machen. Müssen hier leider einen Cut machen. Nächste Folge geht sofort wieder hier weiter. Tut mir leid. Ich hätte natürlich gerne weitergemacht, nur es wird schwieriger jetzt, so langsam. Gut. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.